Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Getränketest-Spezial. Wir hatten ja gesagt, dass wir 10 Getränke mal probieren wollen, die nicht so alltäglich sind. Und da habe ich wieder ein neues gefunden aus dem Pennymarkt, und zwar hier so ein Eisgletscherbonbon oder ja Gletschereis heißt das hier, mit diesem klassischen Eisbonbon-Geschmack. Ja, kommt hier von Almtaler daher in dieser PET-Flasche und das Getränk ist blau. Ist also mal wieder so ein schöner Eyecatcher, ne, wo man sagen könnte, ist ja nicht so alltäglich. Ne? Es gibt ja so Gatorade, gibt es ja auch im Blau. Und ja, ist ein isotonisches Getränk, also sehr erfrischend bei dem Wetter jetzt, also ideal. Was haben wir drin? Wasser ist drin, Zucker ist drin, Kohlensäure, Säurungsmittel ist drin, Zitronensäure ist drin. Ja, da geht es auch schon los mit Aroma und Farbstoff. Und ja, sagen wir jetzt mal nichts, kommt aus Schwallen. Ja, Glas haben wir uns hier wieder, ganz normal, Getränkeglas, NG, nichts Besonderes. Machen wir mal auf, kommt direkt aus dem Kühlschrank. Ich kenn's noch nicht, ich bin gespannt. Eisbonbon mag ich eigentlich. So, mal sehen, was das für eine Chemie ist. Okay. Ah doch, das riecht nach Eisbonbon. Ach doch, das könnte lecker werden. Mal gucken. Wow, das ist eine Farbe, Leute, oder? Krass, krass. Ja, sehr experimentell hier, also das ist ja geil. Also ich hoffe, das erkennt man jetzt hier wegen dem Greenscreen, weil im Blau natürlich auch ein bisschen Grün drin ist. Aber wenn nicht, müssen wir das irgendwie so mit einem Schwellwert hinbekommen, dass ich es dann mal so zeige, aber das ist wirklich, sieht richtig krass aus, Leute. Ja, wie kann man das bewerten? Schlumpfgetränk, zerquetschter Schlumpf, keine Ahnung, also es ist wirklich richtig leuchtendes, krasses Blau irgendwie mit wirklich viel Kohlensäure. Und ja, Reize werden definitiv ans Gehirn ausgestrahlt. Also das ist definitiv so, das will man jetzt so mal probieren. Das sieht geil aus. Also von der Bewertung muss ich sagen, es ist originell. Ich kenne es ja natürlich schon vom Cocktail her. Da gab es ja auch schon mal Swimmingpool zum Beispiel, hat ja auch so eine richtig schöne, kräftige Farbe. Allerdings leuchtet die da nicht so schön. Ja, gebe ich 10 von 10 Punkte. Speziell mag ich, finde ich gut. Mal sehen, wie es riecht. Ja, also die Flasche tatsächlich. Hier riecht es wirklich richtig nach Eisbonbon, wie man es sich vorstellt. Also auch ein bisschen so mentholig, minzig, süß. Im Glas verflüchtigt sich das ziemlich. Das ist jetzt nicht ganz so intensiv. Naja, probieren wir mal das Ganze. Zum Wohl, ihr Lieben. Hören wir mal auf den Gletscherbonbon hier. Sieht interessanter aus, als es schmeckt, Leute. Ja, okay, was ist denn das hier? Hat einen guten Zug drauf. Ja, Bier ist besser. Ich muss ja das blaue Bier aus Japan mal holen, Freunde. Ja, ach, jetzt im Nachgeschmack, okay. Das ist im Prinzip, ist das Leitungswasser mit einem Schuss Sprudel drin, jede Menge Zucker und ja, irgendwie was Saures, was so ein bisschen an diesen tatsächlich Gletscherbonbon erinnert. Aber der Bonbon selber, wenn man ihn im Mund hat, auf der Zunge, ist wesentlich sirupartiger, der ist wesentlich dicker und auch irgendwie schwerer im Mund. Das Ganze ist ja sehr leicht, also das ist so richtig fluffig fast schon. Und dieser Nachhall, der ist tatsächlich da, als man erinnert sich an so einen Mann. Wenn man das jetzt mit verbundenen Augen trinken würde, bin ich sicher, dass fast jeder von euch auch sagen würde, ja doch, das kennen wir, das ist von diesem Bonbon, aber sieht spektakulärer aus, als es tatsächlich schmeckt. Kann ich ganz ehrlich sagen, ich würde es vielleicht nicht ein zweites Mal holen. Also wegen der Farbe, ja, okay, aber mein Gott, und das ist aber süß, ey. Mag ich ja gar nicht. Jo. Mehr kann man dazu auch nicht sagen, außer dass es noch einen guten Zug hat. Also das kann man schon wegächsen, so, wenn es warm ist draußen. So. Das trinkt sich dann gut weg. Ne? Ob die Pipi dann auch blau ist, müssen wir mal beobachten. Gut, fassen wir zusammen hier. So, Gletschereis, Almtaler. Ja, sicher, optisch, Farbe, ganz klar, top. Ja, was Originelles ist, speziell ist ein Gag, ganz klar. Ich denke, damit zieht man auch Kinder an, glaube ich. So, die mögen ja so was Spezielles, ne? Ausgequetschter Schlumpf. Ansonsten geschmacklich,
eher unterdurchschnittlich. Viel zu süß, zu wenig speziell. Da sind keine Spitzen drin oder so, wo ich sagen würde, Mann, das ist ein hedonistischer Genuss oder so, dass man das auch noch philosophisch begründen könnte. Das ist ja gar nicht. Das ist einfach nur so Wasser im Prinzip, gefärbtes Wasser mit viel Zucker und halt so ein Aromastoff. Der übrigens beim Dampf, beim Liquid, wenn man es dampft, da habe ich auch schon mal so Gletschereis gehabt. Das ist wesentlich intensiver als das, was da drin ist. Ja, eigentlich bewerten wir das der nicht, aber da wir die anderen Getränke auch bewertet haben, ich sag mal so, ich gebe hier zwei von möglichen 5/6 Punkten brauche ich nicht nochmal. Damit ist Biersüffler draußen und bis zum nächsten Test. Tschüss!